Ihr seid von einer Spezialeinheit, oder? Ja. Um uns zu retten, seid ihr wohl nicht hier, oder? Nein, die Mission ist eine andere. Ja, nee, ist klar. Und wie geht's jetzt weiter? Wir haben Überlebende, Captain. Es gibt keine Überlebenden. Ist das klar? Wir können doch nicht. Eliminieren Sie alle. Bei allem Respekt, Ma'am. Die Missionsparameter sahen so etwas nie vor. Keine Chance. Ihre besten Männer. Sie besorgen den Koffer, Mendes. Sonst werden Sie erfahren, was es heißt, dass bei Neo-Umbrella jeder entbehrlich ist. Sie machen das schon. Hank, ich brauche den Koffer. Ja, Ma'am. Spectre, du führst die Mission durch und bringst die Virenprobe zum Rendezvous-Punkt. Trommle das Wolfpack zusammen und hol uns hier raus. Ich werde hier auf dich warten. Sind die die Chance für uns, hier lebend wieder rauszukommen? Was, wenn er uns nur benutzt, um selbst zu überleben? Dann nieten wir ihn um. Ja. Ach, hört doch auf. Vielleicht ist er ganz nett. Hi! Sie müssen lustig sein. Danke. Ach, übrigens, ich bin Sarah. Danke. Arschloch. Ich kann das auf gar keinen Fall machen. Denken Sie doch mal drüber nach, die werden es einsetzen! Nein! Wenn Dr. Schäfer unschuldig ist. Finde ich den Verantwortlichen vielleicht hier. Glauben Sie an Gott? Ich musste vorhin zwei Kinder erschießen. Welcher Gott lässt so etwas zu? Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Nicht Gott tötet Menschen. Menschen töten Menschen. Und wenn es Gott scheißegal ist, was auf diesem Planeten passiert, dann ist es genauso, als würde er überhaupt nicht existieren. Richtig? Ah!
Haben Sie das Paket? Ja, Ma'am. Aber ich denke, Schäfer wollte das Virus gar nicht freisetzen. Er wollte es eher vor irgendjemandem beschützen. Ich weiß. Weißt du was? Ab hier komme ich allein durch. Hau rein, Mann. Viel Glück, bist echt okay, Soldat. Und dann bereiten wir dich mal vor. Sind Sie sich wirklich sicher, Travis? Es wird Zeit für eine Demonstration.